Nun darf ich Sie ganz herzlich noch offiziell noch einmal begrüßen zu unserem Webinar. Und am heutigen Tag haben wir die große Freude, den Kollegen Michael Haller bei uns zu haben, der über Medien und Migration sprechen wird. Michael Haller ist ein ganz außergewöhnlicher Journalist und Wissenschaftler. Er hat sowohl im journalistischen Bereich lange Jahre gearbeitet, beim Spiegel und auch bei der Zeit. Er hat dann eine wissenschaftliche Karriere weiterverfolgt an der Universität Leipzig, wo er einen Studiengang aufgebaut hat für praktische Journalismus. Forschung. Er hat dort auch den Diplomstudiengang Journalistik an der Universität Leipzig aufgebaut. Bis zu seiner Emeritierung 2010 hat er dort gelehrt. Und er leitet seit geraumer Zeit, genau genommen seit 2016, das Europäische Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Er hat Standardwerke des Journalismus verfasst und ich habe ihn eingeladen, heute zu uns zu sprechen, weil er in den letzten Jahren sich besondererweise mit der Rolle und auch der Performance der Medien im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise, also in Migrationsfragen, befasst hat. Er ist hervorgetreten durch zahlreiche Studien. Er ist auch kontrovers rezipiert worden. Und seine Ergebnisse dieser Studien haben vielfältige Resonanz gefunden. Ich schätze Herrn Haller sehr, auch weil er herausragende Studien geschrieben hat, aber auch weil er in manchen Hinsichten ja doch als Experte und als Berater in Erscheinung getreten ist. Ich freue mich sehr, lieber Herr Haller, dass Sie heute hier sind und dass Sie es auf sich genommen haben in Form eines Webinars, heute mit uns zu sprechen. Wir begrüßen Sie noch einmal herzlich und darf Sie bitten, lieber Herr Haller, dass Sie mit Ihrem Vortrag und einigen Slides beginnen. Wir sind alle sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Und anschließend werden wir dann auch in eine Diskussion eintreten. Nochmals herzlich willkommen, lieber Herr Haller. Vielen Dank, lieber Herr Vorländer, für Ihre freundliche Begrüßung. Und guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich spreche zu Ihnen aus Hamburg. Es ist für mich sozusagen auch eine Premiere, in dieser Weise ein komplexes Thema auf Distanz, auf virtuellen Wege zu vermitteln. Ich hätte Sie alle natürlich viel lieber face-to-face vor mir, um zu schauen, ob das, was ich sage, auch einigermaßen über Ihre Ohren Hand und Fuß hat und sodass man da also auch nonverbal interagieren kann. Das alles fällt bei dieser Technik natürlich weg. Ich bin gespannt, ob ich damit klarkomme. Jetzt möchte ich als nächstes schauen, dass ich das richtig mit der Bildschirmpräsentation in den Vortrag einbaue. Können Sie diese Präsentation, die erste Folie sehen? Ja. Ich entnehme Ihre Zeichen, dass das klappt. Wunderbar. Ja, also, ich beginne mit ein paar allgemeinen Überlegungen. Ja, denn dass jedem, der zuhören will, sagen können will, was er will, und je mehr reden und je mehr zuhören, dass das umso besser sei, dieser Traum einer offenen, partizipativen, barrierenfreien Kommunikationsgesellschaft, dieser Traum schien vor 20 Jahren mit dem Web 2.0, der aufkommenden Bloggerwelt, den Social Media und so weiter, der Realität doch sehr nahe gekommen zu sein. Heute, 20 Jahre später, sind doch die meisten Beobachter des Medientrends sehr viel zurückhaltender, viele skeptisch oder auch enttäuscht. Die Kommunikationswelt hat sich in der Tat radikal verändert, keine Frage. Aber dabei sind die Menschen, dieselben geblieben. Viele können heute mit den neuen Kommunikationsmitteln Neigungen ausagieren, die sie wohl auch schon vorher besaßen.
nun aber in einem Ausmaß dies tun, der viele Menschen irritiert. Mit einer dieser Irritationen, mal schauen, ob ich das hier richtig mache, dass ich die... Jetzt habe ich hier ein... Ja, doch, jetzt klappt es. Einer dieser Irritationen möchte ich mich in den nächsten rund 45 Minuten beschäftigen. Und diese Irritation heißt Hassrede oder Hate Speech. Ich gebrauche das Synonym. Hassreden, das stört den öffentlichen Diskurs, vor allem seit 2015, dem Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise. Ich werde meine Ausführungen in diese drei Schritte untergliedern. Ich werde zuerst das Phänomen Hate Speech, Hassrede etwas genauer beschreiben und zu bestimmen versuchen. Anschließend geht es mir um die Auswirkungen und um die Störungen, die damit verbunden sind, also die auch in die Frage übergehen, wie könnte man wiederum den öffentlichen Diskurs vielleicht verbessern oder stärken. Und wenn mir die Zeit erlaubt, werde ich am Schluss noch kurz auf das Phänomen Shitstorm eingehen, weil dieser fälschlicherweise den Hassrednern und Reden zugeordnet wird, aber eigentlich was anderes ist. Ich sage Ihnen ja, wohl nichts Neues, wenn ich daran erinnere, dass die Idee der Informations- und Meinungsfreiheit wohl ein bisschen älter ist als das Internet. Und dass mit dieser Idee, wenn sie verwirklicht wird, eben auch massive Störungen einhergehen. Jetzt kommt die Folie, die ich vorhin schon mal kurz angeklickt hatte. Zur Einstimmung in unser Thema möchte ich darum ganz kurz zurückblenden in Richtung England des 17. Jahrhunderts. Und wie Sie ja wissen, hatten die Engländer damals ja bereits ein Parlament geschaffen mit weitgehenden Kontrollbefugnissen gegenüber dem König. In London war damals viel los. Der von den Intellektuellen entfachte Geist der Aufklärung und die Wirtschaftskraft der Stadtbürger, die Konfessionskriege und vieles weiter brachte Schwung in die Reformbewegung. Auf den öffentlichen Plätzen und den Cafés wurde viel diskutiert und gestritten. Sie würden das hier rechts unten, ja, ein Café sehen. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen auch Lutz Hagen, Martin Fischer und Ines Brunner zu erkennen sind als schwarze Flächen. Wenn ja, dann wäre es gut, Sie, Frau Brunner, würden das zum Verschwinden bringen. Wenn nein, dann ist es nur bei mir so zu erkennen. Es wird sozusagen da unten ein Teil der Folie verdeckt. Naja, jedenfalls wurde gerade in den Cafés heftig gestritten und diskutiert, bis der machtversessene Stuart-König Charles I., der seit 1625 regierte, nun das Rad zurückdrehen wollte. 1640 ordnete er mit dem Star Chamber Decree die totale Pressekontrolle an. Das betraf insbesondere die führende Tageszeitung, damals die London Gazette. Das ließen sich übrigens die Bürgerlichen überhaupt nicht gefallen. Im Gegenzug setzte das Parlament 1641 diese königlichen Dekrete komplett außer Kraft. Und so herrschte von einem Tag auf den anderen faktisch die totale Pressfreiheit. Und die wurde auch sofort wild genutzt. Zahllose Publizisten, Esoteriker, Fanatiker verbreiteten abstruseste Pamphlete. Heute würde man sagen Verschwörungsmythen und richtig böse Hassbotschaften. Und auch der Weg von der verbalen, angekündigten und vertretenen Gewalt zur physischen Gewalt war sehr kurz. Nach nur einem Jahr dieser wilden Publiziererei kehrte das Parlament zur harten Vorzensur zurück, was wiederum heftige Proteste auslöste. Den berühmtesten Protest, den formulierte der Schriftsteller John Milton 1644 mit seiner Areopagitica. Das war eine fiktive Rede an das Parlament zur Verteidigung der Informations- und der Pressefreiheit. Milton predigte, nur in der öffentlichen Debatte kann sich die Wahrheit gegen das Nichtwissen, gegen Irrtum und Lüge durchsetzen. Milton ahnte damals nicht, was amerikanische Staatspräsidenten alles hier in dieser Hinsicht fertigbringen. Das Parlament folgte Milton nicht.
Man beschloss eine noch schärfere Vorzensur aus Angst, die Populisten könnten mit dem, was wir heute Fake News nennen, die Massen aufhetzen und Volksvertreter verunglimpfen. Es dauerte ein halbes Jahrhundert, ehe das Parlament die Zensurdekrete von 1647 wieder aufhob. Die Pressefreiheit war damit de facto hergestellt. Verboten blieb jetzt aber noch das Verunglimpfen und das Herabwürdigen von Amts- und Würdenträgern. Und die britischen Publizisten brauchten rund ein ganzes Jahrhundert, bis auch diese Schranken abgeräumt waren. Es war eine Art gesellschaftlicher Lernprozess, wie der öffentliche Prozess so zu gestalten sei, dass bestimmte Fairnessregeln erhalten bleiben. Wie Sie ja wissen, waren die Briten in Bezug auf Europa hier über Jahrhunderte eine publizistische Avantgarde. Das hat sich geändert. Miltons Traktat ist erst wegen der harten Zensur in den deutschen Ländern 200 Jahre später übersetzt worden. Zurück in unsere Zeit, zu den mit dem Web 2.0 boomenden Nutzer- und Interaktionsmöglichkeiten. Die Älteren unter Ihnen werden, ja richtig, das wollte ich Ihnen noch zeigen, ja, das Zitat von Milton, das ich eben schon mündlich angesprochen habe, ich überspringe das jetzt. Also zurück zum in unsere Zeit zum Phänomen Hate Speech. Die Älteren unter Ihnen werden sich an die abgedreht wirkenden Störer erinnern, die vor rund 20 Jahren damit begannen, in den Foren und Newsgruppen mit giftigen Sprüchen die anderen zu provozieren. Deren Kunst war wie das Surfen auf einer Welle. Es ging darum, knapp unterhalb der Beleidigung und Diffamierung zu bleiben, damit die Administratoren einen aus den Spalten nicht ausgeschlossen haben. Sie bekamen den aus der nordischen Fabelwelt entlehnten Spitznamen Trolle. Die US-Informatikerin Judy Donat studierte das Verhalten der Trolle und sah dort einen Enthemmungseffekt. Andere Sozialwissenschaftler erklärten ihn mit der dissoziativen Anonymität, also der physischen Unsichtbarkeit des Users und seiner Anonymität im Netz. Das war damals alles neue Überlegungen, für uns heute alles selbstverständlich. Mit diesem Tarnnetz wollten sich bestimmte Leute von den Moralvorstellungen der Alltagskultur quasi dispensieren, quasi pubertär agieren, mit Fäkalausdrücken, mit Hasskommentaren und mit sehr viel Sarkasmus. Also sozusagen eine toxische Disinhibition. 2013 haben drei kanadische Psychologen, Gilroy, Paulus und Williams, die Psyche dieser Internetrandalierer vermittels von Befragungen untersucht. Deren Diagnose ist nicht sehr witzig. Denn sie fanden häufig das Persönlichkeitsprofil der sogenannten dunklen Triade, ein Begriff aus der Sozialpsychologie und der Psychoanalyse. Damit sind drei negative Eigenschaften gemeint: der Hang zum Sadismus, der Hang zum Narzissmus und der Hang zum Machiavellismus, sozusagen als Triple. Auch hier denkt man vielleicht unwillkürlich an Gestalten wie Trump als Supertroll. Demnach wird das Hassreden der Trolle als eine Persönlichkeitsstörung erklärt und ist insofern eine individualpsychologische Deutung. Nun, mit der rasant wachsenden Reichweite der kommerziellen Webplattform, insbesondere Facebook, trat nun eine zweite Szene mächtig in Erscheinung. Ich nenne sie hier mal die Gesinnungstäter. Menschen, die ein simples Kausalmodell auf beliebige Vorgänge stülpen und über politische Akteure nach Maßgabe vorgefertigter Ansichten, also Gesinnung, über diese moralisch urteilen und die ihr Urteil unbedingt verbreitet haben wollen. Sie bevorzugen Blogs und Foren, seltener Kommentarspalten in Newsmedien. Sie formulieren weniger diskriminierend als belehrend und überheblich, quasi von oben herab. Das Motto könnte lauten: Nimm doch endlich mal den Kopf aus dem Sand, dann wird ja auch klar, was da los ist und Ähnliches. Unseren Kommentaranalysen zufolge sind die Übergänge von vorgefertigten Deutungen zu magischem und ideologischem Denken und weiter zu Verschwörungsmythen eher fließend.
Diese Mixtur zeigt sich übrigens derzeit besonders eindringlich im Themenfeld von Covid-19. Wer sich für das Phänomen Verschwörungsmythos und Ideologie interessiert in diesen Zusammenhängen hier, dem möchte ich nebenbei den aus meiner Sicht sehr gut abgesicherten und differenziert verfassten Wikipedia-Artikel Verschwörungstheorie empfehlen. Nicht alle Wikipedia-Artikel sind solide. Hier handelt es sich um eine sehr solide Arbeit. Der dritte Hate Speech-Typ gewann in den Jahren 2013-14 mehr und mehr Resonanz, sozusagen Vorabend der Pegida-Bewegung. Es sind meist aggressiv formulierte Texte. Sie scheinen vom Verschwörungsdenken inspiriert, indem sie die Welt polarisiert sehen, gute, böse, Ost, West, Deutsche, Fremde und so weiter. Und indem sie der Regierung verborgene Handlungsziele unterstellen, die von den Mainstream-Medien angeblich verschwiegen würden, also siehe Lügenpresse etc. In der Opferrolle und mit dem kollektiven Wir wird gegen die da oben polemisiert. Dann vom Sommer 15 an häufen sich solche Postings vor allem in den Kommentarspalten der Online-Medien und dann vor allem der Boulevard-Medien. Auslöser und Bezugspunkt sind meist die aktuellen Berichte aus dem breiten Themenfeld damals der geflüchteten Migration, Asylbewerber. Der Ton in den Postings radikalisierte sich. Auffällig ist die seit 2016 zu beobachtende Fraternisierung der Frustrierten mit rechtskonservativen und ultrarechten Gruppen oder die Vereinnahmung der Fraternisierten durch rechtskonservative und ultrarechte Gruppen, ist, zeigt sich etwa in der Diktion und auch in der Repetition immer derselben Argumentversatzstücke. Das fällt vor allem dann auf, wo es sich um Falschbehauptungen, also um Irrtümer und Fakes handelt. Beispielsweise über das Wohngeld von Asylbewerbern, über die angeblich staatliche Unterstützung von drei Ehefrauen eines Flüchtlings, also sozusagen Finanzierung eines Harems und dergleichen mehr. Offenbar gibt es ein locker gestricktes Netzwerk aus lokalen AfD-Gruppen, Identitären und Rechtsbürgern sowie weiteren rechtsextremen Gruppen, die sich ad hoc zu Online-Kampagnen wie zu verabreden scheinen. Hinzu kommen noch Typen, die seit der Bundestagswahl 2017 massiv in Erscheinung treten. Diffamierende, beleidigende, lügende Postings, Tweets und Hetzkommentare gegen alles und jeden, den man jetzt mit dem System identifiziert. Die Bundesregierung, die NATO-Politik, einzelne Politiker, Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Prominente, die sie exponiert haben, egal. Viele dieser Hassreden besitzen denselben Sprachduktus und konnten auf sogenannte Trollfabriken, insbesondere in St. Petersburg, und auf sogenannte Putin-Bots zurückverfolgt werden. Putin ist genial, so lautet das Zitat und zugleich eben auch ein Post, das die Überschrift war eines sehr fundierten Reports der Frankfurter Allgemeinen über viele hundert bezahlte Kommentarschreiber in St. Petersburg, übrigens am 7. April 2015 erschienen, von denen in diesen Fabriken viele hundert täglich mehr als 100 Kommentare raushauen. Also wenn man das zusammen addiert, hat so eine Fabrik einen Output von 8.000, 10.000, 12.000 Kommentaren. Ja, also man kann sagen, zu Beginn dieser Entwicklung waren diese drei Welten, die man die Trolls, die Verschwörungsgläubigen und die eher Rechtsradikalen, die Linksradikalen lasse ich hier mal außen vor, weil sie vom Volumen her, nicht von der Intensität und nicht von der Selbstüberzeugtheit, aber vom Volumen her eine deutlich untergeordnete Rolle spielen. Also waren diese drei Welten, hatten wenig Überschneidung, sie waren weitgehend getrennt. Und das änderte sich deutlich, indem nun diese drei Welten sich immer mehr überlappen, immer mehr Gemeinsamkeiten zeigen, auch immer mehr interagieren und so die kategorischen Unterschiede zwischen in der Motivlage und den Feindbildern immer mehr verschwommen sind. Je nach Ereignis und Themenlage gibt es hier also eigentümliche Fraternisierung und sodass auch Verschwörungsgläubige plötzlich mit ganz erstaunlichen Kontexten, politischen Kontexten auftreten. Auch das konnte man ja in den letzten drei Monaten wieder sehr gut beobachten im Zusammenhang mit Covid-19.
Schon mal erwähnen möchte ich, dass aber auch inzwischen die Medienredaktionen sozusagen gegengerüstet haben und Abwehrstrategien entwickelt haben, indem sie hier einiges sozusagen auflösen können. Ich komme nachher da nochmals drauf zurück. Diese mehr impressionistische Sicht auf das Phänomen, die möchte ich mit so drei verschiedenen Definitionen kurz belegen. Da ist zunächst die Definition, die von Seiler Blasix kommt, ein Sprachanalytiker und Politikwissenschaftler in Österreich, der hier auch deutlich macht, was ich schon erwähnt habe aus dem England des 17. Jahrhunderts, nämlich die fließenden stimulierenden Zusammenhänge zwischen der verbalen Gewalt und dann eben der physischen Gewalt, die sozusagen auf dem Drive des Herabsetzens und des Demütigens von Personengruppen und Ethnien geschieht. Und dann haben wir eine ganz wichtige Stiftung in diesem Themenfeld, die Amadeo Antonio Stiftung, 1998 gegründet und hat sich den Namen natürlich gegeben, bewusst gegeben von Amadeo Antonio, der 1990 in Eberwalde von Rechtsradikalen ermordet war. Das ist sozusagen der erste migrationskontextbezogene Mord an einem Immigrant nach der Wiedervereinigung, die nun ganz klar definiert, dass Hate Speech definierten Menschengruppen die Grundrechte absprechen und sie als weniger wert sein, also das, was man eigentlich auch als rassistisch bezeichnen könnte. Und schließlich eine ergänzende, die Definition erweiternde Beschreibung, wie sie die No Hate Speech Kampagne. Die No Hate Speech Kampagne gehört zu dem No Hate Speech Movement, die 2013 auf Initiative des Europarats aktiv wurde und inzwischen, wenn ich das richtig sehe, in 42 Ländern unterwegs ist und in Deutschland von der unabhängigen Journalistengruppe Neue Deutsche Medienmacher betreut wird. Und diese Bezeichnung hier, die auch aufgrund von vielen Analysen so zusammengestellt wurde, macht deutlich, dass es hier tatsächlich um diskriminierende, volksverhetzerische Aspekte geht, die sich gegen alles richtet, was dem selbstdefinierten Normalitätsgedanken oder Anspruch nicht zu genügen scheint, wobei Normalität jetzt eben im Sinne der hatenden Gruppe gedacht ist. Unklar und sehr unterschiedlich allerdings ist hier die Frage, was eigentlich mit Kommentar gemeint ist. Ist Disliken ein Kommentar, Teilen, Retweeten, Chatten, Smileys, also hässliche Smileys posten und so weiter? Sind das denn auch, ist das auch eine Form von Hate Speech? Schwierig zu sagen. Die meisten Studien, auch unsere, lassen nur Texte gelten, die minimal eine Satzaussage, also Subjekt, Prädikat, enthalten. Also nach dem Muster X ist ein Mixer, ist ein Arschloch und dergleichen mehr. Also wenn es auf die symbolische Ebene sich verlagert, dann wird es nicht untersucht. Wenn wir die Struktur, auf der Strukturebene nach den Urhebern von Hassbotschaften suchen, dann sind die Funde relativ porös und wenig konzis. Denn über Umgang, Reichweite und Geltung dieses Phänomens gibt es aus naheliegenden Gründen wenig zuverlässige Daten, weil natürlich der Hater sich nicht unbedingt einer demoskopischen Erhebung zur Verfügung stellt. Also es wäre natürlich interessant zu wissen, wie viele Menschen solche zivilen Kommentare, also Menschen im Sinne der Individuen und nicht im Sinne der IP-Adresse, solche inzivile Kommentare, Tweets und Postings verfassen. Wie viele dies quasi notorisch und wie viele dies nur okkasionell tun und wie die Dynamik nun
genauer in Gang kommt, die von einem zivilen Einwand zu verleumderischen Formulierungen dann weiter zu Beleidigungen führt. Aber das Problem steckt natürlich hier im Zusammenspiel von individueller Disposition, strukturellen Gegebenheiten wie etwa die Medienlogik und okkasionellen Faktoren. Und das sieht man ja auch wieder deutlich im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Zum Quantitativen kann man wenigstens so viel sagen, dass internationalen Studien zufolge etwa jeder 100. Online-User, also der gewohnheitsmäßige User, der online unterwegs ist, als Verfasser irgendeines Beitrags aktiv ist. Dass aber rund 10-mal mehr Lust oder Frust oder Wut aufs Kommentieren haben. Man nennt das also sozusagen die 1% und die 10%-Regel. Dass also das Verhältnis zwischen denen, die sich explizit sozusagen gedanklich äußern im Sinne eines Kommentars, im Verhältnis zu denen, die irgendwas rauslassen, etwa 1:10 ist. Wenn man das übersetzt auf die Bundesrepublik, auf Deutschland, dann gibt es demzufolge ungefähr von den 60 Millionen erwachsenen Online-Usern, die wir in Deutschland haben, rund 500.000 Autorinnen und Autoren, die Beiträge verfassen, aber rund 6 Millionen, die auf Beiträge oder Kommentare mit verbalen Äußerungen reagieren. Wenn wir Befragungen anschauen, die sozusagen die User-Perspektive einnehmen, also diejenigen, die mit Hate Speech, mit Hasskommentaren nicht unbedingt konfrontiert, aber sie zur Kenntnis genommen haben, und das sind unter den unter 35-Jährigen, ist das die überwiegende Mehrheit heute, dann wird natürlich von den Befragten werden Merkmale, also Items genannt, die uns nicht weiter überraschen, die ungefähr das dementsprechend, was wir zuvor schon ausgeführt und was andere Studien sagen, was auch die Beobachtung bestätigt, dass es natürlich in erster Linie Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, amtierende Politiker, Musliminnen, Geflüchtete, Andersdenkende, Arbeitslose, Frauen, Homosexuelle, Transsexuelle, Jüdinnen, Juden. Das ist nur ein Ausschnitt. Und weitere. Wenn wir nun, ja auch Redaktionen, große Medienredaktionen befragt, und wenn wir hier mal schauen, was die Medienredaktionen, wie die mit diesem Input an Kommentaren und eben an Hasskommentaren umgehen, dann will ich Ihnen hier mit ein paar Stichworten ein paar Befunde zeigen. Zunächst haben wir hier die 4 reichweitestärksten Online-Medien, also Bild.de, Spiegel.de, Focus.de, Welt.de, unter die Lupe genommen und die Administratoren und Kuratoren befragt. Das ist die 4 zusammen haben immer eine Reichweite von etwa 12 Millionen Unique-Usern, also nach IP-Adressen genommen, wobei die Überschneidung hier man nicht genau erkennt. Sie sehen, dass hier ein enormes Interaktionsvolumen stattfindet. Ja, diese 4 Medien verarbeiten täglich rund 50 bis 70.000 User-Kommentare. Das ist der Stand Spätherbst vergangenen Jahres. Das, wie sich das in den vergangenen 4 Monaten Corona, Covid-19 zeigt oder welche Richtung verändert hat, wissen wir nicht. Aber das ist sozusagen der Normalzustand, also ohne herausragende Extremsituationen. Der Anteil an inzivilen, sagen wir mal, Kommentaren, also Kommentaren, die im weitesten Sinne durchsetzt sind, kontaminiert sind mit despektierlich verachtenden, diffamierenden Aussagen, schwankt zwischen knapp 20%, so wird es in der Welt-Online-Redaktion uns gesagt, und mehr als 30%, so wird es in der Bild-Redaktion wahrgenommen. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass diese 4 reichweitenstärksten Online-Medien jeden Tag mit rund 20.000 sogenannten inzivilen Kommentaren zu tun haben. Nun muss man
da berücksichtigen, dass der überwiegende Teil, grob geschätzt etwa 2/3, heute gut abgewehrt werden können, weil die Redaktionen relativ intelligent programmierte Bots, also mit Algorithmen, über den ganzen Input sozusagen den scannen und da damit 2/3 etwa aussortieren können, wobei aussortieren eine ungenaue Bezeichnung ist. Sie werden ja nicht gelöscht, sondern sie werden dann sozusagen zugedeckt. Und der User sieht dann so einen Spruch wie, bleiben Sie beim Thema oder Ihre Aussage konnten wir nicht zeigen oder so etwas. Das ist dann eben automatisiert. Wenn wir uns anschauen, wie solche Hate Speech Explosionen quasi in den Kommentarspalten dieser vier Medien stattfinden, dann sind die Trigger, die das auslösen, mal eben, Sie sehen, wie gut sich das deckt, wie gut das übereinstimmt mit der Erhebung, die ich Ihnen vorhin vergangenen Sommer gezeigt habe. Dann ist es mal immer, wenn ein deviantes Verhalten von Migranten, Schlägereien, Unterstellung, Verdacht auf kriminelles Handeln bis hin eben zu der Unterstellung oder dem Verdacht einer Vergewaltigung, das sind jedes Mal Auslöser für solche Quasi-Explosion. Nur schon der Name Angela Merkel wurde uns im Spätherbst gesagt, genügt bereits, um hier eine solche Welle auszulösen. Dann die Narrative, die von den Medien eben oft eben auch stereotyp bedient werden, also die Geschichte über den guten Migranten, der voll integriert ist, oder über den bösen Migranten. Es ist unerheblich, ob positiv oder negativ konnotiert. Es löst entsprechende Wellen aus. Ebenso eben sich selbst lobende Migrationsbehörden und Politiker. Und seit dem vergangenen Jahr verstärkt, man könnte fast sagen neu, sind Berichte, Kommentare und dergleichen mehr, die einen stark feministischen oder einen Transgender oder ein sprachhygienisches Thema haben. Also gerade jetzt, wenn Sie an die Debatte denken, die Debatte ist nicht das richtige Wort, an die Interaktionen denken, die etwa in diesen Tagen rund um eine von einem amerikanischen Konzern vertriebene Reispackung losgebrochen ist, dann wissen Sie, was ich hier meine. Das sind lawinenartig in Gang kommende aggressive Reaktionen auf Sprech- und Wortverbote, die eben Sprachhygieniker, will ich sie mal nennen, über Medien und Auftritte in die Welt setzen. Und da sind die Grenzen des Sagbaren und des Unsagbaren in beide Richtungen ja sehr durchlässig geworden. Ich bin damit beim zweiten Teil angekommen, den Folgen, die diese Fehlentwicklung für den öffentlichen Diskurs haben. Das ist ein eigentliches füllendes Vortragsthema. Ich kann darum eigentlich hier nur ein paar Stichworte oder Andeutungen geben. Und diese Stichworte, die beziehen sich auf Angaben, die die von uns befragten Akteure, also Behördenvertreter, öffentlich-rechtliche Einrichtungen, gerade in der Medienwelt, NGOs und die Administratoren und Kuratoren in den Medien gemacht haben. Der erste Punkt, die asymmetrischen Interaktionen. Hier handelt es sich um den Versuch von insbesondere Ultrarechten, gelegentlich auch linksextremen Gruppen, mit einer Überflutung durch Hasskommentare und Dislikes eine beginnende Debatte sozusagen zu dominieren und sie abzudrehen, mit dem Ziel, die eigene Position eben als die vorherrschende, sozusagen als die hegemoniale erscheinen zu lassen, bis hin eben zu verbaler Gewalt, also der Androhung von körperlichen Beschädigungen und dergleichen mehr. Das zweite ist sozusagen betrifft den Kommentarstil, der sich gegen die andere Position richtet. Sie will die andere Position sozusagen delegitimieren, wenn möglich vernichten.
Argumentieren wird als Schwäche verstanden und mit Spott überzogen. Es soll also hier nicht argumentiert, sondern der andere soll quasi fertig gemacht werden. Also es ist Kampf statt Diskurs. Die Kommentarspalte ist die Arena, in der die Hater quasi sich zum Kampf gerüstet loslegen. Also auch mit den ganzen Effekten, die man beobachten kann, Eskalationseffekte, wenn auf Hass mit Hass reagiert wird, dann geht das Aggressionsniveau, steigert sich hoch. Der dritte Punkt, das Silencing, das ist ein Effekt, der insbesondere weibliche User betrifft, deren Kommentare mit Hass überzogen wurden, die sich zurückziehen, die sagen, das tue ich mir nicht an, die also dann lieber schweigen, als sich fertig machen zu lassen, was dann wiederum, Punkt 1, diese Asymmetrie verstärkt, indem die Ansicht der Hater als die Dominante sozusagen noch deutlicher erscheint. Ja. Nach der IDZ-Erhebung, die ich vorhin erwähnt habe, vom vergangenen Sommer, sagt über die Hälfte aller Befragten, die schon mal mit sozusagen Hate Speech zu tun hatten, stimmten der Aussage zu, ich bekenne mich seltener im Internet zu meiner eigenen politischen Meinung, ich halte mich lieber zurück. Also ein Beleg, dass hier dieses Silencing tatsächlich wirksam ist. Der vierte Punkt, viele Betroffene klagen über traumatisierende Wirkung der gegen sie gerichteten Hasskampagnen. In dieser IDZ-Erhebung sagten viele User, die angegriffen wurden, sie hätten seither durchaus psychische Probleme, also emotionalen Stress, sagt ein Drittel. Angst, Unruhe, auch depressive Verstimmung, sagt etwa ein Fünftel. Und ein Viertel findet, dass er ja mit seinem Selbstbild, wenn er im Internet, auf den, in den Foren, Facebook und so weiter unterwegs ist, YouTube und Instagram und so weiter, dass er da verunsichert ist, also sozusagen Selbstbildverunsicherung hat. Nun, man kann diese Psychologisierung, wie auch immer, verstehen oder deuten, jedenfalls deutlich wird, dass hier eine Beeinträchtigung, eine psychische Beeinträchtigung mit hohem Folgenreichtum für das jeweilige Individuum stattfindet. Sie finden hier ein Zitat der damaligen Verteidigungsministerin von der Leyen 2018 aus der Zeit. Dieses Zitat zeigt Ihnen, wie diese negative Dynamik im Sinne der Verhärtung, der Radikalisierung der Sprache im Laufe, sagen wir mal, seit 2014, 15 stattgefunden und wie es erlebt wurde und wohl auch noch wird. Da passt natürlich dementsprechend auch die sexistische Hassrede gegen Renate Künast dazu. Ich werde das nachher noch mal kurz erwähnen, die zur Beurteilung das Landgericht in Berlin desorientiert war, dass sie nicht mehr unterscheiden konnten, was sind zulässige und was sind nicht mehr zumutbare Formulierungen. Ja, die Frage ist, was tun? Was gibt es für Maßnahmen gegen diesen Trend, den ich jetzt sozusagen fokussiert habe mit den Hating Speech, den Hassbotschaften? Aus meiner Sicht gibt es sozusagen vier Ansätze, wie man diesem Trend entgegentreten, ihn vielleicht abschwächen, ich will nicht sagen neutralisieren kann. Das erste ist sozusagen ein Appell, nämlich sich in den einschlägigen No Hate Speech NGOs zu engagieren und dort die dort Tätigen, überwiegend ehrenamtlich Tätigen, zu unterstützen, das eigene Know-how einbringen, an Kampagnen mitzuarbeiten, die gegen das Hate Speech gerichtet sind. Ich habe Ihnen hier jetzt einfach mal drei genannt. Es gibt aus meiner Übersicht etwa 7 brauchbare, aber das muss jeder für sich entscheiden, mit welchen Leuten und mit welchem Code er sich sozusagen am ehesten wohlfühlt, bei welcher dieser Gruppen. Das zweite ist, dass
Debunking, vornehm ausgedrückt, wie so vieles mit entsprechenden englischen Terms, gemeint ist damit eigentlich nur auf falsche Inhalte hinweisen. Nämlich dort, wo man erkennt, dass einer von diesen Hate Speechern mit Lügen, sachfalschen Informationen und dergleichen unterwegs ist, einfach, und das ist so ein Ergebnis der Untersuchung, die entsprechende NGOs durchgeführt haben, cool antworten, cool richtig stellen, Falschbehauptungen und Lügen ganz cool korrigieren. Ja? Bestenfalls mit einer leichten Ironie, aber nie mit überheblicher Besserwisserei in der Formulierung. Hat die größte Wirkung, nämlich die Wirkung, die Drittwirkung, auf die ich dann nachher noch komme. Dann ein wichtiger dritter Punkt ist das sogenannte Empowerment, also den eingeschüchterten Usern beistehen, sie ermutigen und ihnen helfen, wie sie sich zur Wehr setzen können. Also insbesondere Formulierungshilfe ist da, spielt da eine große Rolle, bestätigen uns alle die von uns befragten NGOler. Aber auch gegebenenfalls ermutigen zur Anzeige, ja, Anzeige zu erstatten. Ich werde das am Schluss noch kurz erwähnen. Wenn auf diesem Wege eben Gegenreden verstärkt werden, also das neuhochdeutsche Counterspeech, dann erreicht man damit, dass vor allem die Mitleser, ja, die sich sozusagen durch die Hater auch in der Defensive fühlen, ermuntert werden, hier ja durch die Gegenrede doch sich selber auch zu äußern und sei es auch nur bestätigend, sei es auch nur konfluent, sich zu äußern mit dem Gegenredner, um so im Verlauf eines Kommentarablaufes hier sozusagen eine Wende hinzubekommen. Es gibt viele gute Beispiele, wie man eine solche quasi in die Sackgasse des Vorurteils getriebenen Hatens, wie man aus dieser Sackgasse wieder rauskommt und man sieht, dass dann nach 10, 15, 18 Kommentaren wieder plötzlich ganz andere Stimmen hier tonangebend werden. Natürlich nicht erreicht werden Angstbesetzte, nicht erreicht werden die politisch Radikalen, nicht erreicht werden die Verschwörungsgläubigen, die einfach sozusagen ihre hermetischen Wände mit sich tragen und die dann gegebenenfalls halt in Echokammern abwandern, wo sie unter sich bleiben und damit zumindest die verunsicherten mitlaufenden Leute, die ratlos sind, nicht mehr erreichen. Übrigens Experimente in US-amerikanischen Medien- und Kommunikationsforschungskollegen, die bekräftigen genau diese Erfahrung. Wird in den Kommentarspalten der Foren und Plattformen eine als freundlich erlebte, im Ton respektvolle Diskursatmosphäre erzeugt, so erhöht sich die Teilnehmerzahl. Das Kommunikationsverhalten auch anderer Teilnehmer zivilisiert sich nachweislich, völlig unbesehen der Sachhärte der Argumente. Ja, das ist eine Studie von Friedheim, Moore und Norton, die wurde wiederholt, die das erste Mal 2015 publiziert. Schließlich noch ist das Strafrecht zu erwähnen, indem man vielleicht doch sagen muss, es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, die so persönlichkeitsrechtsverletzend sind oder eben volksverhetzend sind, dass sie nicht hinnehmbar sind. Natürlich haben wir hier also aus den analogen Zeiten unsere Strafrechtsbestimmung und Persönlichkeitsschutzbestimmung, gerade was Inhaltsdelikt der Beleidigung und eben der Volksverhetzung betrifft. Aber da hat sich ja einiges verändert im Sinne einer schärferen Abgrenzung dessen, was für zulässig und was nicht mehr für zulässig gehalten wird. Ich komme darauf noch zurück. Hier ein Beispiel eines Counter-Speech-Experiments aus dem Jahre 2016. Es illustriert ganz gut, was geht und was nicht geht. Damals parodierte ein Welt-Online-Redakteur ultrarechte, dummdreiste bis hassige Kommentare. Seine Ironie gefiel der linksliberalen Szene, doch sie verschärfte am Ende die Polarisierung und führte eher zum Gegenteil dessen, was bezweckt war. Vielleicht haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können, haben Sie Lust, das zu lesen? Gerade vielleicht das Erste, also er nannte sich auch Praktikant, also mit einem Bein in der Satire.
Ja, ich lasse es mal bei dem ersten bewenden, ja, dieser Mario sowieso. Ist der Artikel tatsächlich das freie Werk eines Weltautors oder einfach nur Copy und Paste aus der Werbebroschüre des Zentralrats der Muslime übernommen? Ja, also das ist so genau dieser polemische Sturm. Und dann eben die Antwort, ja, so machen wir das eigentlich immer. Der Zentralrat schreit uns die Themen bei der Muezzin-Konferenz aus dem Minarett im 18. Stock entgegen. Wir hören andächtig zu und tippen den Ruf sorgfältig ab. Danach kommen die Anweisungen aus dem Kanzleramt und dazwischen gibt es Schnaps. Also das ist so der Sound. Ich habe Ihnen hier einfach drei Beispiele zusammengestellt. Warum ist das gescheitert? Man könnte sagen, ein einfacher Grund. Viele User haben das schlicht nicht verstanden, weil Newsmedien, also tagesaktuelle Informationsmedien, von dem überwiegenden Teil der User nicht als Satireblatt gelesen werden, sondern um sich zu informieren und können darum in einem aktuellen Medium mit Ironie schlicht nicht umgehen, verstehen das nicht. Es gibt eine uralte Journalistenregel, du darfst zu deinen Lesern und zu deinen Kindern nicht ironisch sein. Und ich glaube, das sieht man hier mal wieder bestätigt. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen hier zeige, das ist ausgesprochen spannend und ich habe darum auch hier die entsprechenden Links noch reingegeben, damit Sie sich das auch mal selber anschauen können. Manche von Ihnen werden sich das vielleicht erinnern oder haben das mitverfolgt. Nachdem während der Bundestagswahlkampf 2017 ganz merkwürdig heftige Hate-Speech-Kampagnen über sehr viele Kommentarspalten in sehr vielen Medien liefen, hat sich eine Recherchegruppe damit beschäftigt und sozusagen undercover ist sie eingestiegen in die Gruppe, die sich Reconquista Germanica nannte, die zum Ziel sich gesetzt hat, sie wollen mit entsprechend abgesprochen auf Befehl, also stark hierarchisch vom Chef, vom Admiral nach unten durchgegebene Aufträge, die entsprechenden offenen Foren und Medien überfluten mit rechtsradikalen Trolltexten. Die haben sich getarnt in der Gaming-Szene, also nach außen traten sie auf, als seien sie Gamer, um sich damit ein vermeintlich harmloses und nur auf Freizeitgestaltung gerichtetes Image zu geben. Aber intern trainierten sie sozusagen konzertiert, um solche Hasskampagnen im Wahlkampf für die AfD und so weiter und gegen die Große Koalition loszutreten. Sie sehen hier, wie Böhmermann hier den Auftritt des Anführers, ein gewisser, also Falschname, Nikolai Alexander, ja, nachspielt und hier in seinem Neo-Magazin Royal diese Posen auch alle zeigt. Es würde sich hier lohnen, wenn wir jetzt eine Stunde mehr Zeit hätten, zusammen würden wir zusammen dieses bei YouTube als Video noch zu genießen, Auftritt von Böhmermann uns anschauen. Es lohnt sich wirklich, also ich kann Ihnen das nur empfehlen, schauen Sie sich das mal bei Gelegenheit an, wenn Sie es nicht schon längst kennen. Hier ein kleiner Hinweis, eben dieses von mir erwähnte Rechercheteam von Raik Anders, das sich eingeschleust hatte in dieses Netzwerk der Reconquista Germanica, deren Arbeit ist auch in einem Video dokumentiert, hier eben auch der Link, hat auch dementsprechende Hate-Speech-Reaktionen der Betroffenen, also der Germanica-Mitglieder ausgelöst und damit man auch wieder ja, die Sprache, in der hier gepostet wird, hier sich nochmal vor Augen oder sich reinziehen kann, habe ich Ihnen hier ein solches Beispiel hier reinkopiert. Ja, das können Sie sich mal, wenn Sie mögen, mal genauer anschauen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Netzwerkanalyse, die eine Gruppe von Journalisten und Medienwissenschaftlern in den USA durchgeführt haben. Sie sitzen mal in den USA, aber untersucht haben sie
rund 200.000 Konversationen. Also ich gebe hier jetzt deren Selbstangaben wieder. Ich habe das selber nicht überprüft. Also seit Drostens Podcast sagt man ja, ich habe die Studie gelesen, aber ich habe sie noch nicht überprüfen können. Also so würde ich auch hier sagen, ich habe sie gelesen, aber nicht überprüfen können. Also die sagen, sie hätten 200.000 Konversationen von Prominenten und großen Medien, also wie Tagesschau, hätten sie analysiert. Sie sehen hier, in dieser Netzwerkanalyse sehen Sie hier, jeder Strich sind entsprechende Posts und die roten, das sind eben Hassrede und dann wird, wenn eine Gegenrede, also sozusagen ein Counterspeech dagegen gesetzt wird, sieht man, wie eben das dann sozusagen zu einem Verstummen der Hater doch führt. Sie haben, also das, ich habe Ihnen da auch den Link angegeben, wo Sie diese Studie finden und das nachlesen können. Man kann also durchaus, diesem Befund zufolge, kann man annehmen, dass mit einer eben wohltemperierten Gegenrede Hasswellen abgedämpft, vielleicht sogar hier und dort zum Versiegen gebracht werden können. Es ist quasi der Impfstoff gegen den Virus Hate Speech, eine dementsprechend gut angepasste Counter Speech. Ich habe diese Folie, die kennen Sie schon, habe ich hier nochmals zurückgeholt, weil ich noch auf diesen letzten Punkt, ja, das Strafrecht, nochmal kurz eingehen wollte. Das ist sozusagen nur ein Reminder. Um Sie da einzustimmen, sehen Sie hier fünf, typische Beleidigungen, respektive Bedrohungen, respektive Volksverhetzungs-Speeches, die hier von einer Anwaltskanzlei von den gesammelt wurden, die Rechte der Betroffenen vertreten. Es ist schon deutlich, wie hier eine Sprache und eine Aggression zum Ausdruck kommt, die wir ja vor, ich sag jetzt mal, als das Web 2.0 begann, also sagen wir mal vor 15, 18 Jahren, eigentlich nicht denkbar erschien. Und ich habe hier nochmals eben diesen inzwischen berühmten Kommentar gegen die Renate Künast hier auch nochmal reingesetzt, damit Sie auch nochmals sich vergegenwärtigen, welche Formulierung es da geht. Und hier eben erstinstanzlich mal zunächst ja gesagt wurde, ja, nee, damit müsse die Bundestagsabgeordnete Künast reden, schließlich trete sie in der Öffentlichkeit auf. Und dann muss sie halt damit rechnen, dass dann dementsprechend gegen sie halt auch polemisiert wird. Zum Glück gibt es ja inzwischen, ist dieses Urteil aufgehoben und in der zweiten Instanz wurde hier anders entschieden. Das heißt also, wie vorhin schon angedeutet, auch Gerichte wissen oft nicht, wo hier die Grenze des Sagbaren und Nichtsagbaren verläuft. Ein weiteres Problem bei dieser Rechtsfrage ist natürlich, dass die US-amerikanischen Plattform- und Messenger-Betreiber sich über viele Jahre geweigert haben, diffamierende, beleidigende, volksverhetzende Posts rauszunehmen und zu löschen, weil sie natürlich sehr am Traffic interessiert sind und je mehr Traffic, desto höher sind die entsprechenden Werbeeinnahmen als ein von mehreren Motiven. Ich will jetzt auf die anders konnotierte Frage der Meinungsäußerungsfreiheit in angloamerikanischen Gesellschaften jetzt hier nicht eingehen. Das ist ein eigenes Thema. Also mit anderen Worten, das Strafrecht als zu stärkend und härter, konsequenter anzuwenden, ist eine der vielen Konsequenzen, die in den letzten Jahren aus der Dynamik, aus der negativen Dynamik der Hate-Speech-Szene gezogen wurde. Das begann mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz 2018, das die Betreiber der Portale verpflichtet, Beiträge innerhalb von 24 Stunden zu löschen, die gegen die Strafvorschriften verstoßen oder zu verstoßen scheinen. Auf Prima Vista, also insbesondere Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, vor allem Volksverhetzung. Es wurden, muss man auch sagen, hier der andere Punkt, die Landesmedienanstalten haben auch sozusagen Supervisions- und Kontrollabteilung oder Leute dafür installiert, die
stichprobenartig oder auch systematisch bestimmte Kommentarverläufe in bestimmten offenen Foren verfolgen oder ansprechbar sind, also sozusagen emergency-mäßig zugreifen können, wenn Ihnen da was gemeldet wird. Und auch die Betreiber in den Medien selber, also die Betreiber der Medien selber haben sehr viel investiert in den letzten 3-4 Jahren in das sogenannte Community Management, also in dem Kuratoren oder Administratoren oder Moderatoren, wie man sie auch nennt und welches genau als Aufgabenprofil jeweils dahinter steht, entsprechend zu schulen. Wichtig und interessant ist auch hier, dass die Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Köln sozusagen Zentren gebildet haben, Auswertungs- und Ansprechzentren, wo systematischer entsprechende mutmaßliche Verstöße untersucht werden. Sie arbeiten auch relativ eng mit mehreren Medienanstalten zusammen, schulen die Medienakteure dort in der Einschätzung von zweifelhaften Aussagen und geben auf eine, das haben ja, entsprechende ja, Formulare, digitale Formulare geschaffen, mit denen relativ einfach fragwürdige oder problematische oder tatsächlich straftatsbestandliche Aussagen, denen dann rübergeschickt werden können. Das hat entsprechende Effekte. Ich habe Ihnen hier ein neues solches Zusammenspiel gezeigt, die Kooperation ja, des Hessischen Justizministeriums und der Zentralstelle für Bekämpfung von Internetkriminalität, wie hier eben ja, Hassmeldungen auf einfachem, schnellen Wege rübergeschickt werden und dann überprüft werden können, strafrechtlich, staatsanwaltschaftlich überprüft werden können. Das, was wir also vor im Februar haben wir die letzten Gespräche mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt und Köln gehabt und die haben gesagt, das funktioniert schon inzwischen recht gut. Also die Sensibilisierung ist sehr weit fortgeschritten und mit der Sensibilisierung auch sozusagen der Widerstand, nicht das alles hinzunehmen und oft politisch motivierte Hasskriminalität als solche zu erkennen und die Staatsanwaltschaft darüber zu informieren. Wie Sie wissen, seit 2 Wochen ist ein weiteres Gesetz in Kraft, das auf die rechtsextremen Kampagnen im Zusammenhang mit dem Mord an Regierungspräsident Walter Lübcke und anderen Gräueltaten, insbesondere durch rechtsextreme und rechtsradikale Gruppen in vielen Foren sich ausgebreitet hat und auch mit Gewaltandrohung und dergleichen begleitet war. Wie sich nun ja, diese Erweiterung ja, der Straftatbestand der Volksverhetzung und andere Punkte, wie sich das nun auswirken wird und was davon zu halten ist, dazu will ich mich hier nicht äußern. Das ist ich nehme das nur als einen Indikator, dass man erkannt hat, dass die selbstregulierenden und selbststeuernden Kräfte in den Kommunikationswelten dieser Web 2.0 nicht hinreichend funktionieren und dass hier tatsächlich das, was in England des 17. Jahrhunderts Vorzensur geheißen hätte, hier mit entsprechenden härteren Maßnahmen Rückkehr zu einer fairen und angemessenen Kommunikation hier sozusagen Beihilfe geben muss. Ich will ganz am Schluss, ich sehe schon, ich habe jetzt meine 45 Minuten weit überzogen. Ich brauche jetzt noch 3-4 Minuten. Dann würde ich Ihnen noch ganz kurz ein paar Stichworte zum Shitstorm-Thema noch nachtragen. Beim Shitstorm geht es eben nicht um die Lust, andere Positionen fertig zu machen, sondern es ist eben das, was Wikipedia ein lawinenartiges Auftreten negativer Kritik gegen Personen, Unternehmen, sozialen Netzwerken, Blogs und so weiter nennt und was im Duden als Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets
zum Teil mit eben entsprechend despektierlichen Äußerungen einhergeht. Ich halte diese Definition für unzulänglich, vielleicht auch für irreführend, denn beim Phänomen Shitstorm, wenn wir so Kommentarstrecken ja, ein bisschen sprachanalytisch genauer untersuchen, dann sieht man, dass es oft darum geht, dass hier sozusagen Beschützerinstinkte mobilisiert werden, vermeintliche Opfer hier gegenüber Aggressoren quasi zu verteidigen, auch auf der symbolischen Ebene, nicht auf der personalen Ebene, auch auf der symbolischen Ebene. Also vermeintliche Opfer wären jetzt hier im weitesten Sinne auch Ausdrücke, Sprachformen, die potenziell eine Opfergruppe beschädigen könnte, mit allen damit verbundenen Problemen einer sozusagen Reideologisierung der Kommunikation. Aber das Motiv jedenfalls ist nicht Hate Speech, sondern das Motiv ist sehr umgekehrt ein Beschützermotiv, um hier das politisch Korrekte, also es hat auch etwas Subalternierendes, findet man auch stark in vielen Kommentaren im Shitstorm, dass man sich eigentlich den politisch Korrekten ja konfluent identitätsstiftend ja, einordnen und es verstärken möchte gegen die Störer. Und es hat eben auch einen starken, eben selbstinduzierenden Effekt, der eben die Steuerungsprobleme dann aufwirft. Wie muss man sich da verhalten? Kann man sich da verhalten? Da gibt es ja auch eben viele Beispiele, die zeigen, dass gerade Unternehmen, die hier durch eine falsche Werbung, ein falsches Marketing, ein falsches Outing, aber auch durch ein falsches Produkt hier sozusagen einen Shitstorm ausgelöst haben, oft genug sich völlig falsch verhalten und damit den Shitstorm nochmals akzelerieren. Und dann kommt es zu fließenden Übergängen, ja, von der Kritik zu Hassreden und weiter, ja, zu Beschimpfungen. Und das führt eben zu der Frage, wie kann man richtig reagieren? Da gibt es inzwischen eine ganze, ich will nicht sagen Berufsgruppe, aber doch viele Marketingagenturen und Berater, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen hier zu beraten. Ein berühmtes Beispiel, wie sowas falsch gehen kann, ja, ist die Geschichte der Deutschen Bahn mit Greta Thunberg Ende vorigen Jahres, ja, in dem die Deutsche Bahn meinte, hier ganz oberschlau erzählen zu müssen, ja, ist ja toll, du hättest doch auch sagen können, dass du in der ersten Klasse wunderbar bedient wurdest und hat eben nicht gewusst oder unterschlagen, dass die Thunberg ihr richtiger Zug ja ausgefallen war, sie also eine Stunde auf den Ersatz- oder Folgezug warten musste und darum dieses Ticket gar nicht funktioniert. Also solche Pannen sind dann natürlich extrem peinlich. Ja, ganz zum Schluss will ich Ihnen einfach nochmal sagen, ob Hate Speech oder Shitstorm, das Anliegen von John Milton damals in England betraf die freie Rede nicht als Selbstzweck, sondern als das Medium, mit welchem man in eine reflektierte Beziehung zu den anderen sich setzen kann und nicht kopflos mit dem Kollektiv mitkreischt, wie es ja oft genug dann eben doch im Shitstorm stattfindet. Und darum möchte ich eben mit dieser Allegorie mich von Ihnen verabschieden und Ihnen für Ihr Zuhören mich bedanken.